Im Herbst habe ich zwei Kanister Bakterienkultur erworben, im Wert von, ich glaube, 50 Euro je Hektar in der Summe. Also ich habe für die zwei Kanister jeweils 20 Liter, nee, 10 Liter, also insgesamt 20 Liter, so 1000 Euro bezahlt. Der eine Kanister sollte Stickstoff mobilisieren über die Bakterien und die anderen Bakterien sollten Phosphor und Kali mobilisieren. Ich habe die Kanister aufgehoben, weil ich dachte, wenn da jetzt hier was rauskommt, hätte ich die auch vorgestellt. Jetzt werde ich die Kanister nicht zeigen, auch nicht zeigen, welche, nicht sagen, welche Mittel das sind, weil das jetzt also hier ein Versuchsergebnis ist, das ich durchgeführt habe, ohne Wiederholung, ohne exakte Messung, also nur so die Mähdrescherspur einmal hoch in der behandelten Parzelle und einmal in der nicht behandelten. Die Behandlung habe ich im Frühjahr durchgeführt mit der Pflanzenschutzspritze nach Vorschrift auf feuchten Boden und so weiter, das alles, wie es gedacht war. Und habe jetzt also auf ein Ertragsergebnis gesetzt, das nicht eingetreten ist. Es gibt also überhaupt keinen messbaren Unterschied zwischen der einen Parzelle mit der Behandlung und der Parzelle ohne Behandlung. Also diese 1000 Euro waren für etwa 20 Hektar, ungefähr. Also rund 50 Euro je Hektar die Behandlung. Und das Ergebnis ertraglich null. Also das ist jetzt nicht allgemeingültig. Das gilt auch nicht für alle Felder und alle Bedingungen. Und ich habe das vielleicht auch falsch gemacht. Das kann alles sein. Also das ist so, finde ich mal, so als Praxisergebnis festhalten, ist ja nicht verkehrt. Bei mir ist da nichts mehr rausgekommen. Diese Bakterienkulturen sind ja jetzt in aller Munde. Also im Mund nicht. Das ist ja ekelhaft. Das stinkt, das Zeug. Aber er wird viel darüber geschrieben und geredet. Ich bin da jetzt also nach diesem eigenen Versuch etwas zurückhaltend. Ich vermute mal, dass die Herstellungskosten solch eines Kanisters, der etwa 500 Euro kostet, bei vielleicht, weiß ich nicht, 5 oder 3 Euro liegen oder irgendwas. Also der Inhalt des Kanisters, nicht der Kanister selber. Und damit ist das natürlich für den Hersteller ein interessantes Geschäft. Wenn er vielleicht, ich weiß es nicht, will das jetzt auch nicht schlecht machen, vielleicht irgendwelchen Hähnchenmist anrührt, ein paar Bakterien reinsetzt und das Ganze abfüllt und schick etikettiert und teuer verkauft. Für den Landwirt ist das Geschäft eher nicht so gut, also für mich zumindest in diesem Fall, weil gar nichts mehr rauskommt. Das ist jetzt also wirklich keine allgemeingültige Aussage, das ist jetzt hier nur mal so ein Streifenversuch, großflächig eingesetzt und jetzt mal einen ganzen Acker hochgemäht mit dem Mähdrescher. Also die Fläche pro Parzelle, also pro Ernteparzelle ungefähr so 3500 Quadratmeter. Im Vergleich der Parzellen. Also, ich will jetzt hier wirklich nicht das im Allgemeinen schlecht machen. Diese Sachen mag ja alles toll sein und es wird ja auch in den Zeitungen viel darüber nachgedacht und so weiter. Aber für mich ist das jetzt eben der beste Weg gewesen, selber mal auszuprobieren. Und da sieht es so aus, das Ganze ist wirklich nur für den Hersteller interessant. Dann hatte ich im Frühjahr nochmal einen Besuch von einem Firmenvertreter und der sagte, ja, ich soll aber nicht den Fehler machen, nach dem ersten Jahr aufzuhören damit. Das braucht also jetzt mehrere Jahre, bis sich diese Bakterienkultur so im Acker aufbaut. Ich werde das Ganze ja nicht mehrere Jahre probieren. Das war jetzt einmal 1000 Euro investiert und Ergebnis nicht feststellbar, wie ich schon sagte, oder eben feststellbar, dass kein Unterschied ist. Ich werde ganz sicher nicht ein zweites Jahr diese Mittel anwenden.